So, eigentlich müsstet ihr jetzt wieder vollen Zugriff haben. Ihr mir einmal Lebenszeichen geben, bitte? Das wäre sehr tutti. Zumindest das funktioniert schon mal. So, jetzt tappen wir einmal raus und fragen die globale Quelle, ob er es jetzt endlich abgreifen kann. Ob er es glaubt oder nicht, ne? Der weigert sich, mir das als Gamequelle abzugreifen. Okay. Wieso will er mir das denn nicht abzeigen? Was soll denn der Sch... Wieso hast du mich? Was habe ich denn getan? Ist so lustig, ihr seht das hier. Aber ich verstehe nicht, warum man es als Gameaufnahme nicht abgreift. Das ist doch vollkommener Schrott. Ihr seht auch, es hakelt und ruckelt. Und ich weiß nicht warum. Das ist sehr, sehr ärgerlich gerade. Verstehe ich nicht. Tut das Spiel irgendwas anders machen als die anderen? Ja, voll RIP. Na, sag mal. Also ich habe es heute schon mal angezockt. Es sieht echt gut aus. Aber ich verstehe nicht, warum ich es jetzt gerade nicht sinnvoll zeigen kann. OBS verweigert mir auch die Gameaufnahme. Bleibt ja eigentlich nur Eigenschaften. Das ist der Chat, das Desktop-Tool-Hitbox. Er hat Pony Island. Wieso hat er denn noch Pony Island drinne? Habe ich noch unter dem Taskmanager Pony Island irgendwo laufen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Prozesse. Blockiert das das vielleicht? LMNNOP. Pony Island existiert hier drinnen nicht mehr. Okay, ich probiere es nochmal mit Starten. Die Monitoraufnahme ist nicht da. Und versuche es über globale Quelle nochmal abzugreifen. Eigentlich müsste das ja nehmen, ne? Hotline Miami 2 Chat. Warum erkennst du das nicht an, mein Freund? Also Pony Island ist schon mal aus der Liste verschwunden. Das Steam, das ist der Restream-Chat. Warum, mein Freund? Warum tust du... LOL. Ernsthaft? Okay. Aber es scheint zu laufen. Nee, Fensteraufnahme hat total geruckelt. Übrigens, hi Negan. So, aber es scheint jetzt zu laufen. Das ist das Wichtige, weil es wird mir nicht als Gemini Heroes Reborn angezeigt in der Gameaufnahme, sondern als Travel Game Win64 Shipping. Ich habe keine Ahnung, warum. Egal, wichtig ist, es läuft. So, und wie gesagt, wir fangen das Spiel jetzt von vorne an, damit ihr auch alles mitkriegt. Es spielt sich wie eine Art Mirror's Edge. Zumindest fühlte es sich so die ersten, was habe ich es gespielt, 20 Minuten. Ihr müsst mir gleich nur mit dem Sound sagen, ob es passt oder nicht. You sure this place is abandoned, Alex? Yep, 99.9%. Then why are we sneaking up on it? Ich bin mal ruhig, halt's Maul und trink Sorry, Kaffee. right? Könnt ihr Text lesen? Getting cold feet, are you? Not even a bit. Okay then, follow me. This way. Guess we'll have to climb up and over. Hey, check this out. We can get through here. You really don't have to come any further with me. Piece of cake. You really don't remember anything about your parents? Ihr könnt mir gleich nur sagen, wie der Sound ist und so. No. I had a
pretty bad accident when I was about 12. Everything before that is a total blank. Hey, Cass, check out the full moon. Okay. Ah, Vollmond. They say it's good luck if you see it in the daytime. Oh, really? And who is this they exactly? Eskimos in a... ja, nee, ist klar. Alex, you know I can always tell when you're making things up. Okay, okay, guilty as charged. I just know how important finding out about your parents is to you. Nochmal vielen Dank, Ingo, ne? How could I not be? I've been searching for information about them my whole life. If there's any clue in this place, I'm going to find it. Okay, BSD zum Umherbewegen. Von der Grafik her sieht es echt gut aus, muss ich sagen. Es ist... So, the company you work for bought this place? What was it before? A Department of Agriculture office. Renatus Corp wants to turn it into a server farm or something. That's von der Grafik her sieht es echt gut aus. Was ich bisher jetzt gesehen habe, spielt sich wie so eine Art Mirror's Edge mit Time Travel Aspekten. Aber da kommen wir gleich noch zu. I came across some information on your parents by accident. The main office was trying to get in contact with former employees. Den Text sollte er lesen, ja, gut. Läuft auch konstant auf 60 FPS. So, wir sind jetzt hier in so einem abgeschotteten Bereich für die Firma von Alex. Das ist er hier. Für die sie arbeitet und wir schauen uns jetzt diesen verbotenen Bereich an. It's a bit of a long shot, but if there's any paper files or old backup drives laying around gathering dust, we may be able to find their social security numbers. Previous address. Schauen wir uns das mal an. Hat zumindest bisher eine ganz schöne Stimmung. Auch dieses verwahrloste Gebäude haben wir ganz schick hinbekommen. Auch hier mit dem ganzen Stahlbeton, der auf dem Boden liegt, zerbrochenen Teile. Ziemlich nice. Auch hier so mit dem Licht, was durch die kleinen Löcher kommt. Ich bin zwar noch nicht sicher, wo die kleinen Löcher sind, aber hey, es sieht ganz gut aus. Zumindest das passt hier mit dem Schatten. Ja. Auch mein Schatten. Okay. So, hier ist Alex. Hey, check out these dope smart glasses. A bunch of Renatus employees were picked up. Google glasses. Just don't blog about them or anything, or I'll get so fired and then sued. And then who knows what. Hey, what are friends for if not to keep secrets? Cool. These glasses are sick. Totally. They've got all the same features as a next-gen smartphone. It can text, surf the net, take photos and video, even keeps track of your vitals. Whoa. Voice-to-text conversation. So baller. You like it? Check this. Look at me for a few seconds. Okay. These glasses totally ID'd you. It uplinks to the cloud and searches photo and video data from social media accounts. Big Brother. To determine who you're looking at. I guess Big Brother is watching us after all. No, trust me. Renatus Corporation is all about saving the world from itself. The company motto is literally, doing good is good business. Check this out. Just keep your eyes on me while I walk over here out of your line of sight. Okay. It locks onto somebody and predicts where they're headed. Ooh. Kind of freaking amazing. Okay, that's ganz nice. Right? There's a ton of other stuff it could do as well. Security guards? You said this place was deserted. Oh, okay. I said 99.9%. If we hide, they may not notice us. Get down. Well, my glasses pinned them. They're coming right at us. Okay. Jetzt sehe ich lustigerweise, wie die beiden sich bewegen. Ich kann mich ducken. Und nu?
Also diese Google Glasses hätte ich auch mal gerne in Real Life. Extrem nice. Ich frag mich nur, wie lädt man die? Kommen die nachts in so eine separate Schatulle? Unit 2, standing by. This way. Copy. Step lightly. Base, confirm potential sit rep. Over. Over here. Set 4. Unit 1, standing by. Stay awake. Okay. Okay. I think we're far enough away. Come on. Drück Linksshift, um zu laufen. Oh, dann laufen wir doch mal. Warte mal, wie sieht's denn hier aus? Die beiden hab ich auch nicht mehr auf dem Radar. Läuft's flüssig? Ist der Sound in Ordnung? Versteht man mich, obwohl wir das Spiel spielen? I don't know, but they aren't Renata suits, that's for sure. All right, what do we do? Get out of here without being spotted. There's gotta be a better way to do this. Okay. I bet they won't see us up there. Bis jetzt ja. No, das freut mich. Wait. Where are you? Seriously? You're just gonna keep going? Ugh. Fine. Okay. I guess we don't have much of a choice here. Und jetzt? Ah, okay. Hindernis zu klettern, Space drücken. Ja. Alles klar. Nee, ist klar. Ja, genau. Alles klar, wir klettern übers Klo. Ich will aufs Klo, Mensch. Ich möchte dafür ein Achievement haben. Wieso kriegt dafür kein Achievement? Schade. Aber ich find's lustig, dass ich da hochklettern kann. Okay, ich muss rennen, sagt er. Dann rennen wir mal. Alles klar. Aber ganz gut gemacht ist ja auch mit dem Textfeld. Das gefällt mir schon mal. Und? Boah, die Atmosphäre haben sie ganz gut aufgegriffen von einem verlassenen Industriegebäude. Okay. Dafür 1 von 24. Auch sehr cool hier mit der Wickelfolie. Sie schimmert sogar leicht das Licht wieder. Das haben sie ganz gut gemerkt, ja. Auch wenn die Berge, naja, überall halt Berge ist, so möglichst alles zu reduzieren. Aber okay, auch hier haben wir noch was. This is kind of creepy. What is that supposed to be? 2 von 36 Geheimnissen? Okay. Shouldn't be too hard. Trick is, don't look down. Aha. Ich möchte. Gibt's hier noch mehr? You realize this is crazy. I mean, also by the transitive property. This is kind of creepy. Das hatten wir schon. What is that supposed to be? A snake? Woohoo. Or. Ey, willst du mich verarschen? Da komme ich aber nicht rüber. Ich will da aber rüber. Ja, okay. Ich möchte das Spiel nicht, dass wir rübergehen. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass ich mir einfach so ein bisschen eigenständig was tun kann, was ich möchte. Aber hey, okay. Ist halt ein bisschen linear. War bei Mirror's Edge ja auch. Ist das Wasser? Schön ist, dass ich den Text von ihm wenigstens nochmal nachlesen kann. Ja, okay, Spiel möchte nicht, dass ich hier lang gehe. Are we really doing this today? Okay. Was kann Schlimmes passieren? Nichts, der Baum fängt uns auf. I guess we're doing this! Ich habe Schaden bekommen. Ach, aber ich regeneriere. Okay.
Immerhin. Hey, follow me over. Okay. Yo, danke fürs Zuschauen, Fred. ich weiß gar nicht, bist du morgen mit dabei? Morgen geht's dann weiter mit Bioshock 2 Remastered. Cassandra? Mittwochs mache ich dann jetzt, nachdem wir Evoland 2 durch haben, erstmal wieder weiter mit Bioshock. I'm okay. I just got the wind knocked out of me. Stay where you are. I'll find you. Oh, wir wurden entdeckt. Aber schon geil, guck mal, die Bäume, die da so gewachsen sind, mit dem Lichteinfall und dem Basketballkorb da im Hintergrund, das haben die schon ziemlich gut gemacht. Kaffee. Und jetzt fängt an, das Spiel freaky zu werden. Was just happened? Where? Mach's gut, Fred. Where am I? Why does this place look so different? Looks so new, like before it burned down. Genau das. Wir sind plötzlich in der. Alex. Wow. Seht ihr das? What is? Stop. Leave him alone. Where are you taking him? Creepy, oder? Guck mal, wenn ich mich umschaue. This is all a terrible mistake. Please, als wären zwei Dimensionen. Hier, das ist der kaputt, da ist der heile. Geil, oder? Okay, also das Spiel sagt mir, ich muss hier lang, aber ich finde das schon ziemlich... Wir können ja mal gerade schauen, ob wir hier irgendwo vielleicht noch ein Geheimnis finden. Da bin ich... Naja, das letzte Mal habe ich, wie gesagt, 20 Minuten nur angespielt. Aber... Das war der Aspekt, wo ich sagte, okay, das sieht ziemlich interessant aus. Ich hatte mir ja schon mal die Trailer davon angeschaut gehabt und dachte so, das könnte was sein. Es sieht halt, wie gesagt, aus wie Mirror's Edge. So ein bisschen. Aber jetzt kein typischer Klon für sich, sondern etwas Eigenständiges. So, dann krabbeln wir mal eine Runde. Okay. I need to find Alex. And if I can look through time, maybe I can spot him. Vor allem, wenn ich durch die Zeit hindurchblicken kann, vielleicht entdecke ich ihn dann. There they are. So, und ich kann mit Q die Zeit, dieses Dimensionsfenster öffnen. Das ist schon irgendwie geil, ne? Ich meine, ich kann in der Zeit hin und her springen. Schon irgendwie. Ich weiß gar nicht. Lassen sie ihn da jetzt liegen oder so? Ich meine, guck mal. Heile Automaten, kaputte Automaten. Kaputter Boden, heiler Boden. Schon irgendwie. Hier, da liegt der da. Schon irgendwie nice. So. Finde ich irgendwie ein bisschen creepy, obwohl auch ganz cool. Okay, hier oben lang. Okay, das Ding scheint komplett unberührt in der Zukunft zu sein. Hier lag er eben gerade, ne? Ja, genau, von da kamen wir nämlich. Das sind die Automaten, ja, dann muss er ja hier sein. Kann ich den Text sogar lesen? Jo, kann ich sogar. Okay, nette Auflösung. Hier liegt normalerweise ein Stein. Okay. Der ist normalerweise versperrt.
Dann können sie ihn ja eigentlich nur dahin gebracht haben. Aber jetzt beginnt mich der Part, wo ich es nicht mehr gespielt habe. Das heißt, markiere Feinde durch Ansehen. Wenn Wärter dich sehen, greifen sie an. I can't let him see. Who knows what they'll do if they catch me? How do I sneak past this guy? Okay. Scheint ein bisschen Sneak Attack zu sein mit. Like this is the only way forward. I'll have to sneak around this guard. Okay. There's no way through now. But maybe there will be. Also in der Zukunft ist da. Drücke Kum zu spielen, um Ausweg zu finden. Ja, der ist ja hier. Und jetzt? Muss ich hier rüber? Ich muss also in die Zeit, jetzt wieder in die Zukunft. Ja, schauen wir mal, ob wir auch durch die Zeit gehen können. Ah, guck mal, jetzt mit E können wir uns zwischen der Zeit bewegen. Wow! Yes! That is amazing! Can I just do this time jump shift thing? Das ist natürlich ziemlich geil fürs Rätsel, ne? Indem man in zwei verschiedenen Zeitbereichen hin und her springen kann. So, first I scout ahead to make sure the coast is clear. And then I shift. Alright, Alex. I'm coming. Das finde ich echt geil gemacht. Okay, die Türen sind zu. Jo, tatsächlich. Ich kann da einfach mal so hin und her springen. Ist ja funny. Was war denn hier? Da war das zu in der Zukunft, ne? Jo. Hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Okay, einfach mal in der Zukunft flüchten. Okay, das finde ich witzig. I can see you. Überleg mal, wir könnten jetzt eine Faust durch die Zeit schicken. Und ihm einfach mal in die Magie boxen. Okay, was ist denn hier? Okay, die Tür ist normalerweise zu. Aber ich komme jetzt hier rein. Muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Ach, guck mal, hier wird es weitergehen. Kann ich irgendwie mit den Stiften agieren? Oh, oh, oh. Schnell wieder. Nicht, dass ich da doch noch gepackt werde. Okay, irgendwie muss ich in die Richtung. Aber hier ist versperrt. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben lang. Okay. Dann, okay. Wer hat mich wo gesehen? Found Target. Oh, der Sound ist ganz nice. Von da sind wir doch gekommen, ne?
Ah, okay. Wir müssen warten, bis der Bulle da weg ist. Das ist natürlich ärgerlich. Wir müssen wahrscheinlich... Genau. Hup, weg sind wir. Interessante Thematik, muss ich sagen. Laufen noch die Bullen hin und her? Also, du musst hier. Also, worum es genau geht, weiß ich noch nicht. Es spielt sich wie eine Art Mirror's Edge mit Time Swap. Ich bin mit einem Freund, der für eine Firma arbeitet, auf einem verlassenen Gelände, was denen gehört. Und jetzt wurden wir erwischt dabei und mein Freund, also der eine Freund, wurde, ja, wenn ich jetzt sage gekidnappt, ist es falsch, aber beschlagnahmt. Und ich versuche ihn jetzt zu retten. Schlagartig tue ich aber in der Vergangenheit, also das hier ist die Gegenwart und das hier ist die Vergangenheit. Und ich kann plötzlich schlagartig dazwischen hin und her wechseln. Warum? Weiß ich nicht. Aber ich finde die Art und Weise, wie es gemacht ist, ganz cool. Guck mal hier. Also wenn ich jetzt in der Zeit hin und her swappen würde. Hast du gesehen? Der ist jetzt voll aufgebracht und sucht mich. So, wir flüchten erstmal wieder in die Zukunft. Oh, okay. Seht ihr? Hier ist nämlich auch noch ein Bulle. Ich weiß nicht, warum hier welche sind. Aber das könnte ein schönes Jump'n'Run-Kniffelspiel werden. Also ich kann halt auch über verschiedene Objekte klettern und so. Okay, das ist die Küche normalerweise. Da vorne lief irgendwo ein Polizist. Oh geil, guck mal, Burger. Wo ist er denn? Da. Für Burger halten wir aber kurz, ne? Guck mal. Wow, okay, da war auch noch einer. Ich weiß nicht, warum die hier sind. Aber lass die da mal beschäftigt sein, wir swappen. Oh, okay. Wir scheinen den Weg so langsam zu finden. Okay, das war das zweite Kapitel. Na, liebe Burger, ja. Ist schon. Alles klar, das Spiel hat mich. Es geht um Burger. Das Werfen explosiver Gegenstände habe ich jetzt nicht gelesen. Okay, das sind jetzt also meine Thematiken. Ich finde halt die Thematik gerade ganz geil, dass man zwischen den Zeiten swappen kann. Das ist halt eine schöne Metaebene, ne? Ich kann das Ding doch gar nicht aufheben. Oder doch? What the fuck ist das? Ah, okay. Damit tue ich direkt in der Zeit swappen, ohne dieses Feld. Ich habe gedacht, das kann ich nur so. Ah, interessant. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Das heißt, ich muss jetzt einmal wechseln. Ach, lustig. Das geht doch. Oh. Ich könnte den Text lesen, ne? Ja. Okay, die scheinen mit dem Kind irgendwelche Experimente zu machen. Telekinesis. It's like the power to move things with your mind, right? There's gotta be another way through. Let's face it, the
TK formula may be the only way to get to Alex. Okay, then. Here goes. What the fuck? Alles klar! Wow, das ist verrückt. Ich weiß es nicht. Zeit kann ich noch nicht zurückdrehen, aber... Nee, ist klar! Ich kann jetzt hier komplett Gegenstände durch die Luft brettern. Hm. Los, komm. Muss das irgendwie aufladen? Nee. Okay, was zu schwer ist, kann ich nicht hochheben. Kein Tisch? Nee. Aber ein Telefon kann ich nehmen. Irgendwie ist das... Irgendwie ist das amüsant. Also eigentlich würde ich ja jetzt... Ich bin noch dezent geflasht. Das ist... interessant. Jo, hau rein, Uni. Was ist die Frage? Warte mal, hier war doch eben... Mal sagen, hier. Was passiert, wenn ich die schleuder? Oh yeah, baby! Now we're talking! Den roten Gascontainer. Meintest eben gerade den, den ich hochgenommen habe? Ja, genau! Auf die Idee kam ich auch, Uni. Hier einer? Swappen wir erstmal in die Vergangenheit. Hier. Oh yeah. Von wegen Brandlöscher. Alles klar. Voll gut, ey. Nix davon. Außer geil. Oh, das ist. Oh, nächste Frage. Die gute Frage. Ja, kann ich! Nein, wie witzig! Guck mal, jetzt wir haben ein Raumzeitkontinuum-Problem! Ich habe den Mülleimer aus der Vergangenheit mit in die Zukunft genommen. Okay, aus der Vergangenheit mit in die Zukunft nehmen würde ja bedeuten, dass er immer noch in der Zukunft da ist. Aber dann hätte er nicht da sein dürfen. Obwohl es ja verschiedene Thesen gibt. Okay, swappen wir gerade nochmal. Wir nehmen aus der Zukunft mit was aus der Vergangenheit. Wir nehmen... Kann ich den hochheben? Ja, kann ich. Ja, funktioniert. Ich meine, wie witzig ist das denn, ey? Ich öbbel mich weg, ey. Okay. Da komme ich nicht durch. Und hier auch nicht. Das ist aber... ziemlich schade. Wieso komme ich denn hier nicht weiter? Muss ich den aufspringen? Nee. Okay. Falsche Stelle. Ja, du, wenn das so einfach wäre, ne, würde ich das sofort machen. Okay, ich kam also jetzt da nicht weiter. Jetzt die Frage, warum komme ich da nicht weiter? Gehen wir doch mal hier. Ah. Habe ich irgendwas, womit ich was kaputt schießen kann? Ich würde jetzt spontan behaupten, ich muss das Ding da oben runterbrettern. Das hat nicht funktioniert, okay. Warum nicht? Kann ich irgendwo hochklettern? Oh ja, tatsächlich.
kann ich nicht schubsen, ne? Hätte ja sein können. Aber richtig überlebt tust du es auch nicht. Wie komme ich denn da hoch, bitte? Also zumindest ist das jetzt gerade die einzigste Erklärung, die ich habe. Glaskaboom. Auch eine Möglichkeit. Probieren wir das doch mal. Ach, was soll schon passieren? Glaskaboom war eine gute Idee, aber funktioniert auch nicht. Habe ich vielleicht eben irgendwas übersehen? Woran habe ich hier nicht gedacht? Ich meine, das hier ist nicht um... Wow. Das ist ja nicht umsonst hier. Ne? Habe ich vielleicht irgendwo ran nicht gedacht? Ich bin jetzt in der Vergangenheit. Aber ich sehe hier auch natürlich keine Öffnung. Oder das ist einfach nur gemacht, um mich zu trollen. Ich sehe... nee. Scheint nicht zu gehen. Dann lautet die Frage... Warum nicht? Irgendwas übersehen hier? Das ist der Raum, in dem ich starte. Ich finde das so lustig, dass ich meine Zeit da oben... Wahrscheinlich kann ich nachher noch mehr in der Zeit hin und her watschen. Ah! Nee, wie geil. Hier. Okay, das war die Rätselslösung. Jetzt sind wir hinter. Oh. In der Zukunft können wir, in der Vergangenheit können wir nichts. Das heißt... Wenn du ein Objekt überfesselst... Ich kann es wegwackeln, so blöd das jetzt auch klingt. Aber das kann ich tatsächlich. Es ist zu schwer für mich, aber ich kann es lustigerweise wackeln lassen. Seht ihr es? Oh, das ist schon mal ein Bulle. Ein Hüter des Gesetzes, meine ich natürlich. Put that down. Fuck. Hm.
Okay, ich habe einen Schuss abbekommen. Oh, thank God. I thought maybe they. Please tell me you're all right. For now, anyway. Ach, du meinst, mein Akku hält da oben? Oh, ja, tatsächlich. We have to get you out of there. Coming to find you. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. I can try to use the GPS in your glasses. Bam! I just sent you a nav waypoint. Use it to find me. On my way. Danke für den Hinweis. And Alex, it's good to hear your voice again. Contact! Weapon free! Okay. Kostet mich das Swappen Zeit? Ich kann auch klettern, ne? So ist nicht. Ich will aber wissen, was ich hier mache. Wo ist denn der Lümmel? Du kommst hier nicht rein. Jetzt ja nicht so geil, was du hier tust, Junge, ne? Es ist schon cool irgendwie. Wo ist er denn? I've got her! Over here! Das funktioniert! Nutze zum Aufhalten von Geschossen C. Oh, cool. Ich hab den Bullen jetzt erledigt. Den Spezial-VC. Das finde ich gut. Wer weiß, die Zeitreise-App. Ja, das wäre lustig. Nee, warum ich auch immer ich das kann, weiß ich nicht. Oh, ja. Oh, was habe ich denn hier? Irgendwas zum Interagieren? Nee. Aber. He's here. Subject engaged. Open fire. Give us some. Habe ich irgendwas, was ich hier... Ja, habe ich. Kostet mich das irgendwie Energie oder sonst was? Nee. Ja, ich bin nicht ganz sicher, aber ja, das könnte so sein. Mehr als einer? Nee, oder? Oh Gott sei Dank, nur einer. Oh, fuck you! Ich brauche irgendwas zum Schmeißen. Wo bist du? Okay. Ich glaub. Ich hab die Lümmel down. Hm. Also ich kann die nur separat mit C aufhalten, die Kugeln. Aber ich finde es ganz cool gemacht. Okay. Das war Level 3. Kopfschüsse sind effektiver. Wer hätte das gedacht? Aber mein Akku hat auch direkt 6% verloren. Von Level Switch. Okay.
ist alles verschlossen, daher habe ich gar keine andere Möglichkeit, als einmal in die Zeit zu reisen. Wie habe ich denn die... Wie habe ich denn die Zeit angehalten? Okay, mit R kann ich Zeit anhalten. Okay, die Brille fällt, habe ich gerade bekommen. Fehlerimpuls sich gefunden. Die Brille kann keinen Puls mehr feststellen. Ja, das kann die wirklich nicht mehr. Okay. Jetzt fängt es an, ein bisschen tricky zu werden. Ich kann also jetzt anfangen, die Zeit aufzuhalten. Mal schauen, wie ich das jetzt sinnvoll mache. Ich will nicht Zeit wechseln. Wieso kann ich denn jetzt... Ja, danke. Okay. Dann hat man deinen Schuss, aber was muss ich denn jetzt machen? Warum kann ich nicht einfach die Zeit switchen? Da sind die beiden. Kann ich hier noch weiter hochklettern? Ja. Okay. Also die beiden haben mich schon mal aus dem Sichtfeld verloren. Wohin muss ich denn jetzt? Da soll ich keine Hände reinhalten. Das habe ich schon verstanden. Aber ich komme auch nicht hindurch. Ja, ich weiß, man könnte sich aber eine Schusswaffe greifen. Es ist halt so ein bisschen wie Mirror's Edge, ne? Ich kann das Ding auch nicht irgendwie greifen. Ich würde ja auch gerne hier in der Zeit mich weiter bewegen. Okay, was ist das Rätsels Lösung? Warum kann ich nicht... Weil hier, wir sehen in der Zeit, dass das Ding defekt. Muss ich die Bullen erst loswerden? Okay, das kostet mich Zeit. Hab ich denn, was habe ich denn zu schmeißen? Oh. Durchs Verlassen über R. Ja, ich bin mit dem Rücken zu sehr an diesen scheiß Ventilator gekommen. Okay, aber. Ein gutes Spiel. Es gefällt mir. Es ist zumindest etwas, was man weiter spielen kann. Ich weiß nicht, wie. Interessant es ist zum Zuschauen, aber zum Spielen ist es bisher sehr interessant. Whoa. Am I doing this?
see what else I can do. Die Bullen sind aber noch am Leben, ne? Warum nicht? Okay, hat einer von euch eine Idee? Die Tür, ich kann sie nicht so bewegen, wie du... Hier. Ich kann sie nicht in den Ventilator werfen. Die sind zu schwer zu werfen, siehst du das? Oh, hab nichts gesagt. Alter, wenn das wirklich funktioniert, ne? Ich lach mich tot, ey. Ich glaube, wir haben sein Rückgrat. Are you okay? What just happened? Ich bin nicht ganz sicher. Wow. Wir haben Leute getötet. Good day. Ja, genau. Mit meinen brandneuen Superkräften. What the... Fuck is Rune Ron? Kann ich die Wesen da wieder rausholen? Nee. Okay. Was haben wir denn hier? Ich kann hier nicht swappen. Okay, das kann ich aber. Da komme ich nicht weiter, aber... So, hier ist noch ein Ventilator. Yep. Da ist wieder ein Bulle. Und was ist hier? Oh, ist ein sehr tiefer Boden.
Okay. She's here. Open fire. I can't get out of the way. Could I catch these? Ah, es geht darum, um die Kugeln jetzt zu fangen. Okay. Ja, dann schieß doch mal, Junge. Lustig, guck mal, was hier runterfällt. Das geht tatsächlich. Ich ummel mich weg. Na, wenn er das mal überlebt. Oh, das überlebt er. Na komm. Ganz ehrlich, Junge. Oh. Ach, ich tue es direkt mit C abgreifen. Automatisch, okay? Ey, Junge, du schießt aber auch wie ein Mädchen, ne? Muss man jetzt auch mal gesagt haben. Okay, this is extremely useful. Tja. Wo ist er denn? Ist ja amüsant. Okay, da komme ich nicht weiter. Kommt er wieder hoch? Okay, versperrt, versperrt. Gehen wir erstmal dahin, wo mich schon mal keine... Hier ist schon mal nichts, was mich... Wo bist du denn hingegangen? Da unten. Was kann ich denn mit dir, Schickes, anfangen? Gibt's hier irgendwas? Hier kann ich mich verstecken. Vor ihm... Könnt ihn einfach da... Ne, ist Glas, ne? Ich würde sagen, runterwerfen wäre auch zu easy. Schwupp weg bin ich, Junge. Alex, I'm stuck. There's a huge gap. I may have to go around. Wait, your Evo Specialty Abilities thing. Is there any way you can use them? Let me see. Das ist schon, amüsant, ne? Okay. Ernsthaft? Meinst du durch die Zeit werfen? Das wär... Während du Shift drückst, von R kannst du springen und eine lange Strecke überwinden. Okay. Okay, alles klar. Cheat Mode activated. Ich kann ab sofort riesen Gaps überspringen, indem ich die Zeit manipuliere. Okay, one minute you're here and then I just lose the signal altogether. Crazy that you've been an Evo this whole time and nobody knew. Ich bin ein Evo. Vielleicht hat es etwas mit Unfall zu tun, als ich jetzt Kind hatte. Ich meine, hey, wer von uns rennt nicht in irgendeine wissenschaftliche Abteilung und sagt, alles klar, hier liegt eine Spritze, hau ich mir das Zeug mal rein. Könnt ihr mir ja Telekinese geben? Oh, ich hab gedacht, da kommt gerade einer, ne? Guck mal hier, komme ich da irgendwie hoch? Hier irgendjemand?
Ernsthaft, wir denken alle dasselbe, oder? Nicht gleich, spring durch die Zeit! Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hab ein Gap in der Zeit gemacht, nur damit ich auf die andere Stelle springen kann. Nee, wie geil. Ja, same shit. So, weil einfach weil es unfassbar cool ist. Geil, oder? Holy shit, selbst Superman kann nichts gegen mich machen. Voll gut, ey. Oh, hier komme ich eigentlich nicht hin, okay? Und wieder zurück. Okay. Ah, sauber. Schon cool, oder? Ich finde das schon ganz cool. So, Leute, wir machen gerade noch mal 5 Minuten Pause. Wir haben es nämlich... Oh, wir haben schon 9:30. Alter, wie die Zeit verrennt. Ist egal. Wir machen 5 Minuten Pause und dann spielen wir noch so ein Dreiviertelstündchen und dann machen wir... Oder Stündchen, dann machen wir Feierabend. Erstmal gibt's noch mal Pause. Aufnahme stoppen für YouTube.